So, dann lasst uns mal die Skorpione hier abnippeln und noch zwei Worgen. Ich müsste aber irgendwie rausfinden, wie ich diese komische Obsidium, den Schlamm finde. Neun davon zu sammeln wird wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß machen, sagen wir so. Der sieht ja cool aus. Typische Wirkool-Baukunst von Waffen und anderen Kriegsobjekten, weil die immer irgendwie so ein beschissenes Band da reinmachen. Oh, GZ-Holde Dame. Da hat Kimiko mal eben den Thron der Gezeiten auf HC getankt. Ist zwar nicht der schwierigste, aber hey, die ist auch nicht lange 85, die Frau. Okay, doch, der ist schon ziemlich schwierig. Also, bevor ich jetzt wieder geflamed werde, sage ich einfach mal, er ist... Ach, ich sage einfach gar nichts. Ihr seid alle scheiße. Nein, seid ihr nicht, aber die Leute, die mal schreiben, öh, findest die Insta einfach oder du findest sie schwer, bist du ein Knecht. Im Endeffekt landet man immer irgendwie... Man kann es nie allen recht machen, das will ich im Endeffekt damit sagen. Auch wenn das jetzt nicht wirklich gut rauskam, aber... Naja. Man weiß ja nie. So, Skorpione haben keine Lust zu droppen heute. Aber da kann ich auch nichts für. Ich meine, die Wirbel an. Viel kritisch habe ich eigentlich, dass ich so oft kritte. Zauber, das kommt hier hoch. 14% nur. Dann schauen wir mal, was diesen komischen Obsidian-Schlamm gibt, weil der mich schon interessiert für die Quest ein bisschen. Irgendwie logisch, wa? Autsch. Jumpen. Oder droppt der bei den Viechern da? Ich würde darauf schwören, der liegt rum. Da. Oh Mann. Das ist echt zum Kotzen ab und an. Oh oh. Wirbel den an und den an und AOE. Toll, jetzt war der immun oder was? Oh Mann. Meine Willkommen. Ich kann das noch nicht für. Witzig, dass er auch Charge kann. Ja, ist ja auch im Endeffekt ein Krieger. Wenn dann das ein Krieger aus einer ganz anderen Dimension ist. Ist immer noch ein Krieger. Und bitte nur... Na gut, immerhin. Immerhin droppt der hier. Oder liegt hier rum? Geh da weg, du Penner. Mann, Itzek. Was nur Scheiße. Warum, wieso stehst du nicht mal zu meiner Rechten? Rechten. Rechten. Meine... Oh, Missgeburt. Blöder Penner. Angriff. Wenn ihr solche komischen Drop-Quests wie ich jetzt habt, wo Sachen auf dem Boden liegen, da habe ich einen Trick. Das mache ich auch bei Call of Duty meist so. Ich gucke auf eine Fläche und da, wo es dann blinkt, zum Beispiel da jetzt, gehe ich dann hin und weiß, dass da was ist. Ist jetzt nicht der Trick des Jahrhunderts, aber hey, so kann man immer Sachen ausfindig machen, die nicht so leicht zu sehen sind, zum Beispiel. Der ist immun dagegen. Oh, du Scheiße. Jetzt habe ich meinen eigenen Fluch der Omen der Pein bekommen. Das ist ja unfair. Wildtiere können sowas nicht. Aber Obsidian ist ja eh so ein eher magischer Stein und... Nein, das ist wirklich so.
Aber der reflektiert gerne mal sowas, zum Beispiel Elementium Block im, wo war das gleich? Das ist nicht Thron, das ist da im Tiefenheim, diese Insel da in der Mitte. Der Ozrock, der castet ja dieses Elementium-Bollwerk und da werden ja alle Casts dann, wie heißt das, reflektiert. Also das ist, scheint doch ein magischer Stein zu sein, die irgendwie absorbieren kann, Magie und so ein Kack. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht glaube ich auch nur Scheiße. So, alle drei Quests endlich mal fertig, dann wie lange darf ich überhaupt aufnehmen? Das Viertel nach, Maximum. Banane, Schokolade. Das sind die Welblinge von vorhin. Mensch, Parler, hey. Oh, Mann. Noch 2,5 Balken, dann sind wir schon Level up. Vielleicht mache ich noch eins, mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich noch ein bisschen was an GTA 4 aufnehmen. Auch wenn die Quali nicht die beste ist, man hört den Sound gut, man hört mich gut. Man erkennt was und das ist die Hauptsache. Der Sand, der Apfelwein und die Kugel. Manche Quests sind echt ein bisschen strange. Na, ja, das finde ich gut. Tötet Dingsbums der Schatten und besorgt eine Hand. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich spiele meine Platten immer rückwärts. Das sagt er immer. Finde ich ziemlich lustiglich. Ach, ich glaube, ich spam einfach Schattenblitz durch. Das hat doch keinen Sinn. So, overpowered die zu Overnuken. Seht ihr? Zweimal Schattenblitz und diesen down. So ist jetzt an denen. Ich muss die looten. Aber gut. So schlimm ist das nicht. Hey, die Typen von Classic. Die Typen. Wow, so geht das ja viel schneller. Oh, lag. So, eine Kugel habe ich. Da ist der Typ, den wir abnippeln lassen sollen. Ich kann das noch nicht tun. Alles gut soweit. Der Typ ist tot. Müssen wir es von ihm looten? Ich glaube nicht. Ah, der hat vielleicht eine Drop-Quest. Vielleicht. Nö. Von dem brauchen wir auch nichts mehr. Jo, der kann aber laufen. Wie das aussieht, wenn wir fliegen. Ach du Scheiße. Die Hand von Gul'dan, die macht auch eine Menge Schaden und wird auch schneller gecastet. Passt doch. Was machen die denn da für eine Kacke? Oh gosh, meine Wache ist weg, das ist aber nicht schlimm. Sollen wir was von den Drop looten? Nee. Ah, hier ist der Sand, den wir gebraucht haben. Schlimmer Sand. Ah. Und hier ist dieses komische andere Zeug. Gut. Beide Quests fertig. Ich denke mal, damit habe ich schon Level up, aber ich weiß nicht, nehme ich noch ein Level auf oder nicht? Mal gucken, was für Folgequests kommen. Das hängt jetzt davon ab. Egal, ich kann auch skillen. Ja, danke. So, wir sollen es wieder zurückbringen und wir haben einen Skillpunkt. Im Endeffekt muss ich eh die beiden hier skillen, deswegen ist es eigentlich egal.
So, was soll's. Ist halt die Höllenwache ein bisschen länger da. Ist auch nicht verkehrt. Gut, dann gehen wir noch eben ab und gucken, was es da für Folgequests gibt. Wenn die einfach sind, machen wir die noch eben und dann mache ich noch bis 52. Wenn nicht, dann lasse ich es einmal sein. Aber auf jeden Fall nehme ich gleich GTA auf. Wie kann man sich nur Holy Priest nennen? Naja, es gibt schlimmere Schicksale. Was kann ich für euch tun? Tötet 15. Für die Allianz. Ja, eigentlich ist das ganz in Ordnung. Machen wir das noch eben schnell oder nicht? Ach doch, komm. 15 Dinger töten, das kriege ich noch hin. Auch wenn ich GTA zocken will. Und wenn ich das schon 12 Mal gesagt habe, ist ja Wayne. So. Boah, sind viele 85 geworden. Wir haben den Lich King besiegt. Wer war denn das denn? Oh, nein. Heute nicht. Ich kann das noch nicht wirken. Ich brauche ein Ziel. Das lädt immer noch auf. Was macht mein Pet da hinten, Alter? Der ist ja voll gut drauf. La 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 la. Abschlachten macht Spaß. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh oh, das war unklug, glaube ich. Oh ja, das war sehr unklug. Hallo. Und den... Okay, warte mal, so schlimm war das gar nicht, glaube ich. Mehr Blut, ich will mehr Blut, halt den Mund. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht. So, dann machen wir den mal jetzt gut machen. Tschüss. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, geht doch. Ich kann das noch nicht wirken. Ach, unter Befehlsruf, den haben wir auch noch, cool. Boah, das ist aber viel Gesundheit, was wir dazu bekommen haben. Der hat einen coolen Bogen, der Typ. Den kennen wir doch, John J. Kishan. Ist der nicht aus dem Rotkammgebirge, sag mal? Ich glaub schon. Ich hab keine Hobbys. Schön für dich. Freu dich einen Keks. Das lädt immer noch auf. Und tschö. So, 15 von 15. Da müssen wir abgeben, gut. Reiten wir eben dahin. Meißelgriff, das Herz der Steppe. Okay, hier war ein Mensch als Statue aufgebaut. Die steht auch noch. Wahrscheinlich wird die noch abgerissen von den Orks. Wer weiß. Auf jeden Fall kriegen wir die Quest jetzt beendet. Und ist das das neue Questgebiet hier? Na, die sind nett. Okay, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Was kann ich für euch tun? Oh, gib mir mal EP, du Penner. 1,80, gut. Jo, passt perfekt. Dann mache ich jetzt hier mal einen Schnitt und dann, ja, sehen wir uns die Tage weiter. Bis gleich oder nachher.